habe heute eine wunderschöne Tour geplant. Und zwar der Jahreszeit gemäß eine Frühjahrsorchideentour. Hier im Taubertal haben wir eine besondere Geologie, nämlich wir haben so Muschelkalkböden, Trockenböden. Wir sind im Windschatten vom Odenwald, dadurch regnet es hier relativ selten. Und an diesen Trockenhängen, die es da so gibt, die früher geweidet worden sind, oder sie waren Weinberge, wachsen Orchideen. Und zwar so kleine Dinger. So klitzekleine? Ja, so klitzekleine. Aus dem Grund habe ich eine Lupe dabei. Wir sprachen darüber. Weil auch manchmal das Kleine ist ja wunderschön, wenn man es richtig betrachten kann, gell? Ja. Nicht nur die großen Dinge, auch die kleinen Stecke schön halt verbräuchen. Ja, genau. Hier gibt es ja noch nicht mal Kaffee Togo. Togo? Man spricht hier Deutsch, nicht Togo in Afrika. So, dann würde ich sagen, wir brechen langsam auf. Aus der buddhistischen Philosophie kennen wir ja den Spruch, der Weg ist das Ziel. Also ich habe da Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Und die deutsche Antwort ist dann die, sei jederzeit bereit für die Reise in die Ewigkeit. Der nächste Höhepunkt ist, wir haben hier noch Einschusslöcher aus diesem Luftangriff. Und zwar, man hat vor Jahren hier die Brücke restauriert und die Dinger zugeschweißt. Ich kam dazu. Ich habe gesagt, Leute, lass doch in Gottes Namen noch ein paar Löcher, damit ich das den Leuten zeigen kann. Und ja, da ist er. Ja, also hier, da sieht man mal, welche Kraft an sich so ein Geschoss hat. Wenn es auf Metall trifft, das geht durch wie Butter, ne? Ihr seht es daneben, so eine ganz markante Steillache hier. Und zwar oben steht der Muschelkalk an. Und Wacholder, seht ihr links, Wacholder. Weiter oben war dann bestimmt Weinberg gewesen, wo es nämlich ganz so steil ist. Und jetzt wollte ich euch nur sagen, das sind diese typischen Lagen, wo es diese Orchideen gibt. Diese spezielle, trocken, Muschelkalk liebende Orchideen. Die Ragwurzarten und neuer Dings. Gibt es auch sehr viele Boxriemenzungen hier bei uns in der Gegend und was weiß ich, wie die alle heißen. So, ja, und warum hier Muschelkalk ansteht, ist ja klar. Hier war mal ein Binnenmeer für Jahrmillionen. Es hat sich immer wieder gesenkt, ist hoch und runter, ist mal Wasser nahe, ist mal wieder raus. Und diese Muscheln und so weiter haben sich abgelagert, so mehr die Geschichte. Ja, und im Taubertal ist interessant, wir haben im oberen Taubertal Muschelkalk, im unteren ist Buntsandstein. Das kommt immer wieder durch diese tektonischen Verschiebungen und so weiter und so weiter. Ich habe da einen Freund, der Huppler, der kennt sich da allerbestens aus. Ja, und das ist jetzt das, und ja, das ist jetzt übrigens ein Höhepunkt wieder. Macht. Es wichtig ist, im entscheidenden Moment anzuhalten, weil vorbeigefahren bist du ganz schnell. Und schwupp ist es weg. Ach so. Schwupp ist weg. Aber innezuhalten und das mal anzugucken und dann festzustellen, oh, da wachsen wir runter und. Das siehst du erst nur, wenn man ein bisschen näher das ganze Ding beobachtet. Aus dem Grund, dieser Hang, Ecke daneben da, also diese Strecke, das ist was Wunderschönes in meinen Augen und eben drum ein achtes Weltwunder. Highlight. Ja.
Jeder hat früher hier so ein Bildstück irgendwie aufgestellt aus verschiedenen Motiven heraus. Aber viele sind natürlich verschwunden im Laufe der Jahrhunderte, einige schön restauriert. Da haben wir eins. Madonnenland aus dem Grund. Das war ja hier alles Gebiet vom Fürstbischof von Würzburg. Da gibt es auch die Marienfeste, die Marienburg. Dort, wo der Fürstbischof sich verschanzt hat, wenn mal wieder ein Bauernaufstand war und so. Und ja, und das Ganze ist hier alles sehr marianisch geprägt. So, und überall, Land auf, Land ab, gibt es die Bildstöckle mit verschiedenen Motiven. Also das ist der erste Höhepunkt. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt die Bildstöckle seht, dann müsst ihr sagen, gelobt sei Jesus Christus. Und ich antworte dann, in Ewigkeit. Amen. Da sieht man die wahren Katholiken. So, der nächste Höhepunkt gleich hier dran ist, was ist denn das für ein Gebäude? Ein Backhaus oder sowas? Oder? Ja, gut, du liegst dicht dran, aber ein Backhaus ist es ganz. Aber mit Feuer hat es zu tun. Hexenhaus. Kohlen, ja, Kohle. Also es ist noch gute Zeiten. Hexenhäusle. Ne, das bin ich mal im Wald heute. Eine sogenannte Grünkerndache. Ach so, ja klar. Eben, weiß doch jeder, ich habe mir gleich nicht. Und über Jahrhunderte hinweg haben wir ja verschiedene so Klimawechsel gehabt. Also nicht nur jetzt die Warmzeit, wie wir jetzt haben, sondern es gab auch kleine Eiszeiten zwischendurch. Hervorgerufen durch Vulkanausbrüche auf Island und so weiter. Die haben dann die Atmosphäre für Jahrzehnte dann verdunkelt. Dadurch wurde die Ernte nicht mehr reif, also es hat abgekühlt alles, Ernte wurde nicht mehr reif, die Menschen sind verhungert, Skandinavien ist praktisch verhungert. Und ja, und die Menschen hier, die haben ja ihren Dinkel angebaut für. Mhm. Und dann standen sie vor dem Dinkel und der ist verfault, was machen wir jetzt? Und dann kam einer auf die helle Idee, ich nehme so eine Pfanne, nur ein bisschen von den Körnchen rein und röste es, vielleicht kann ich es essen. Er hat es gegessen, hat gesagt, oh, ist gut, können wir essen. Und dann hat man da eben Grünkern gemacht. Und das sind jetzt mal wirklich tatsächlich nur westlich, rechts von der Taube rüber, da geht es auf der Gau hoch, Ochsenfurter Gau, das sind die reichen Bauern, die Gaubauern. Die haben ganz andere Bodenverhältnisse gehabt, anderes Klima wieder. Und die Woche da haben die heute reiche Zuckerrübenbauern. Das da über die, viel Steine in der Ecke, auf dem Gau keine Steine. Hier wenig Brot, viel Brot. Zu jeder guten E-Bike-Tour gehört natürlich auch eine Kneippanlage, in der man was für seine Gesundheit tut. Nach den Lehren des Pfarrer Kneipp gehen in kaltes Wasser. Ja. Dieses Wasser hier in Dienstadt ist das kälteste hier weit und breit. Es kommt aus dem Berg. Ich schätze mal, das wird zu 7, 8 Grad kommen. Mehr hat es nicht. Also es ist saukalt. Ja, ich freue mich. Und Gott sei Dank hat es hier so einen Griff, dass man sich da festhalten kann. Das war jetzt ein Punkt des Seminars. Das andere ist noch richtig stehen. Kathi, stell dich mal nach. Ja, und zwar leicht in die Knie gehe und dann tut ja hier diese Muskulatur den Kerl erhalten. So stehe ich das so. Tschuck. Die Kniegelenke tun weh und kriege Arthrose und so ist besser. So werde ich versuchen, immer daran zu denken, zu stehen, also stehen zu bleiben. Das dauert, das ist ein längerer Prozess, du brauchst Wochen. Weil das geht ja jetzt neben die Oberschenkel und du hast das nicht lange machen können, wenn ich das trainiert habe. Das Ergebnis wäre, du kriegst einen besseren Stand im Leben, du wirst stabiler und du kriegst nicht zu schnell Arthrose, wenn überhaupt in die Knie. Jetzt noch einmal hier zu der Gesundheit. Einmal ist es das Wasser, die Anwendung dort, da habe ich gesagt, vitalisieren. Hier gucken wir uns das mal an. Und zwar ist es so, dass da ist ein Stufensattel, man sitzt hier mit der Gesäßknochen. So drauf, das ist einigermaßen weich. Und hier, in dem Bereich, wo der Mann sein Gehänge hat, und da ist eine Mulde, damit es hier keine Druckstelle gibt. So. Gleichzeitig habe ich den Sattel so eingestellt, dass er sich bei jeder Drehbewegung hier hin und her bewegt. Und dadurch wird hier die Hüfte, ne, die macht dann diese Bewegung mit. Aktivierung der Lendenmuskulatur, gleichzeitig Durchblutung des Unterleibs. Wenn ich jetzt Folgendes mache. Wasser treten in der Kneippanlage. Fahren
auf so einem Sattel, wo die Durchblutung und der Druck weg ist, bedeutet das, in der Nacht danach, also in der Abendnacht, wird man eine Reaktion des Körpers feststellen. Aber dann kommt die Schwester und du kriegst deine Tablette. Also wir sind jetzt hier an einem weiteren unbeabsichtigten Höhepunkt angekommen. Ich habe die falsche Straße, die falsche Abzweigung gewählt. Und dann darf man sich nicht ärgern, wenn man einfach falsch fährt, weil es bietet sich ja auch da immer wieder eine schöne Überraschung. Das Schöne. Also wir sind jetzt hier angekommen. Wisst ihr, was das ist hier? Ein Brunnen. Ein sogenanntes Brunnenhaus. Und seit Urzeiten kommen hier die aus Giescht, kommen hierher. Die haben dann immer so einen Holzkrug gehabt, die hießen ja wieder, weiß ich nicht. Gibt's einen Begriff? Und habe dann da hier Wasser geschöpft und habe es nach Hause gebracht, um dann dort damit zum Beispiel Kaffee zu kochen oder Tee oder was auch immer. Hier hin und wieder an Wegkreuze vorbei und da ist immer was ganz, ganz Schreckliches passiert. Mhm. Also hier ist zum Beispiel die Pferde durchgegangen und der Bauer ist hin und runter gestürzt und hat sich das Knie gebrochen. Oder zwei haben sich getroffen und haben sich totgeschlagen. Oder einer wurde ausgeraubt und totgeschlagen. Also es hat immer irgendwas mit Tod zu tun, dieses Wegkreuz. Und das wurde dann scheinbar als Mahnmal errichtet. Gab sich vor etwa so 7, 8, 9, 10 oder 11 Jahren, weiß Gott, ich schreibe mir das nicht so auf. Und da saß ich hier mit dem Günther und mit der Martina um diese Jahreszeit, immer dann, wenn die Orchidee blühen. Und wir sind natürlich mit den E-Bikes hergefahren, habe dann die Packtasche voll gehabt mit so französischen Nahrungsmitteln. Ne? Also da ein französischer Wein, ein Baguette, ein französischer Käse, ein paar Trauben und eine französische Wurst, das sind die mit der weißen Haut. So. Und dann habe ich, also das Motto war hier in diesem mediterranen Umfeld daneben hier, ein französisches Abendmahl zu halten, ein Fester. Und dann saßen wir da vorne auf dem Bänkle, also wo wir von vorbei sind, da saßen wir auf dem Bänkle und habe dann so gegessen, auf einmal hat so geknackt. Kack, kack, kack. Anfangs dachte man, sind das Menschen. Und dann auf einmal nachts. Und ein Hirschkäfer ist hier vom Waldrand rausgestartet und wupp, daneben rausgeflogen. Hier raus übers Tal hinweg. Denn die Fliege, die sind wie Vögel so groß. Und vorne das Hirschgeweih. Ne, das ist ja unglaublich. Also, das ist ja. Da war ich sprachlos. Wenige Minuten später. Eigentlich ganz so großer Vogel, das war nämlich ein Hirschkäferweibchen, das hat auch nicht solche große Dinger gehabt. So ein Geweih und ein kleines Zipfel.
fliegt da. Ich dachte, das fliegt der Mendler hinterher. Und dann ist es genau diesen Weg abgebogen. Dieser Weg, der da nach rechts führt, und fliegt diesen Weg entlang, ganz langsam. Der Günther stand da, ich saß da, die Martina saß da, weiß ich nicht wie heute. Und der Günther, fasziniert von diesem Schauspiel, von dem Naturschauspiel, rennt dem Hirschkäfer, der genau an diesem Weg entlangflogen ist, hinterher und tanzt um den rum. Ach, ein Hirschkäfer, ein Hirschkäfer! Dann habe ich mir gedacht, nee, so nicht, so nicht. Bin dann da hinterher gelaufen zu dem Günther und seinem Hirschkäfer und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt zeige ich dem Günther mal, wie das geht. Und mit einer absichtslosen, taoistischen Handbewegung hat sich der Hirschkäfer bei mir da neben sich gesetzt auf die Hand. Und Günni so. Und der hat auch gestanden, der Günni. Während er da rumgetanzt ist, habe ich die absichtslose Handbewegung gemacht und der hat es als Einladung gesehen, der Hirschkäfer. Okay, hat sich da drauf gezettelt. Und das habe ich dort nicht gemacht. Ich habe ihn zurückgetragen zu Martina und habe ihn als Brosche ihr daneben hergesetzt. Schön, oder? Ja, ja. Der Hirschkäfer. Bis zuletzt. Ja. Es gibt noch eine kleine Anmerkung zu der Geschichte. Für manchen erscheint sie nicht glaubhaft. Und ich wurde mal eingeladen zu den Schlaraffen. Vielleicht kennt ihr die. Das ist so eine Gemeinschaft von humoristischen Leuten, die treffen sich, verkleiden sich als Narrenritter irgendwie in verschiedenen Kellern und zelebrieren da einmal in der Woche da ihre Sitzung. Und dann haben sie mich eingeladen und da war ich noch knapp. Ich war, glaube ich, nur zweimal dabei, aber mit Zuhörer und so allein tue ich mir nicht ab. Ich muss ja aber so. Und dann habe ich denen dann gesagt, lass mich mal zu Wort, ich habe eine Geschichte. Andere, du musst jetzt hier oder auf der Leier oder. Nee, ich habe denen die Geschichte erzählt vom Hirschkäfer. Anschließend hat man mir geraten, die Schlaraffen wieder zu verlassen. Die wir sehen, 1736. Und das sind diese Kleinode hier in diesem Madonnenländler, dass man hier landschaftsbezogen oder themenbezogen oder zeitbezogen einfach solche Bildstücke hat. Es gibt ganz fleißige Gemeinden, die da mitunter ihre Bildstücke dokumentieren, Wanderwege draus machen, das beschreiben, warum es halt so. Ich kann euch nur zu dem daneben sagen, es zeigt durch diese, dass wir hier eine Weingegend über viele Jahrhunderte waren, viel intensiver betrieben wie heutzutage. Ganz kurz dazu, Mainfranken, Dauerfranken war das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Europas, bis Napoleon kam. Und
man hat dann, so wie der Hitler das auch gemacht hat, der hat ja praktisch, Hitler hat die Juden enteignet und der Napoleon hat die Kirche enteignet. Und was so war, das hat er dann verteilt an die Fürsten in Deutschland und so weiter. Warum? Er hat Truppen gebraucht, um gegen Russland zu ziehen. So. Also du musst einem was wegnehmen, damit was hast, ganz einfach ist das. Und so hat er das schöne Frankenland zerteilt. Königreich Bayern gab es vorher gar nicht, oder Bayern, oder. Dann Baden, Württemberg, Thüringen, Hessen, werden noch was gekriegt, alle haben ein bisschen was gekriegt. Und dadurch sind uralte Handelswege abgeschnitten worden und dann war schon mal das mit dem Weinanbau nicht mehr ganz so lukrativ. Zölle überall erhoben worden und. Und der letzte, der zweite Sargnagel war dann, kam aus Amerika, schon viel Scheißdreck von da drüben gekommen, gell? Das war die Reblaus. Kartoffelkäfer kamen aus Amerika, ich wollte es so. Die haben dann angeblich die Ami im Zweiten Weltkrieg hier daneben gestreut und die Kinder mussten dann die Kartoffelkäfer auflesen. Das erzählt meinem Bruder immer. Und ja, und dann ist die Reblaus gekommen und dann war der ganze Weinbau dann untergegangen. Kein Rebstock hat überlebt. Und erst dadurch, dass man dann aus Amerika die Rebstöcke importiert hat, man hat die dann veredelt und aufgepoppt, konnte hier wieder Weinanbau betrieben werden. Und wer heute eine nicht aufgepropfte, veredelte Weinrebe benutzt, wird bestraft, weil angeblich die Reblaus, diese kleine Eierle oder was weiß ich, was die haben, angeblich noch heute im Boden drin Hallo. Sind und wartet darauf, dass sie wieder irgendwo angreifen können. Unglaublich, aber wahr. Beim 16. Höhepunkt ankommen in Kissichheim bei der Bäckerei Berberich. Die Monika Berberich, das ist die Inhaberin und Bäckermeisterin. Ach, wirklich? Sie backt ausschließlich mit Biolandgetreide, mit gegrandertem Wasser. Und sie macht ein fantastisches Roggebrot, reines Roggebrot. Und natürlich mit Natursauerteig und solche Sachen. Und es ist dermaßen gut und gesund, als wer das einmal gegessen hat, verlangt immer noch. Ich habe jetzt ein Viertel von so einem Leib, habe ich für uns gesichert. Und dann können wir das halt oben beim Abendessen oder zwischendurch jetzt noch irgendwie mal probieren mit Kümmel. Unglaublich. Schon 18 Höhepunkte und das ist der 19. Höhepunkt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, sie soll jetzt ein bisschen was erzählen von dem Hochwasser. Dann war das so schlimm, dass die Kühe von dem Aussiedler draußen, vielleicht waren sie da draußen, das Kreuz ist, wo es nach Kissichheim geht. Da sind die Kühe aus dem Stall geschwemmt worden. Sie sind durchs ganze Ort und war Gasthaus zum Strauß, wie jetzt Pension heißt. Das hat ja ein Rumäne gekauft, weil die Eigentümer wollten es nicht übernehmen. Und dann standen die Kühe auf der Bühne und das Wasser war in der Kirche nicht gelogen so hoch, die können rüber können schauen, da steht es dort. Dann hat es so lange in der Kirche gerochen, das ist ja klar, der Schlamm, alles. Es war sehr schlimm. Und wenn sie jetzt da drüber gehen vom schmalen Weg und sehe dann, wenn sie gerade ausschauen, das Haus, das hat der ganze untere Stock weggerissen. Alles war weg. Oh Gott. Thank you.
lauter an am größten oberschächtigen Mühlrad Süddeutschlands. Aha. Das wurde jetzt restauriert, neu gemacht irgendwie. Jahrzehntelang ist es hier geschlummert, vor sich hingeschlummert und hier stand eine Scheune noch vor kurzem und da gab es dann immer so einen wilden Hund und wenn man das besichtigen wollte, dann hat der Hund einen so angekläfft, dass man also dieses Kulturgut auch gar nicht angucken konnte. Also, mittlerweile ist der Hund gestorben, die Scheune war alles weg, das Ding ist hergerichtet, wunderbar. Das hat ja früher dann praktisch eine Mühle vielleicht betrieben oder Strom, wahrscheinlich eine Mühle irgendwie. Ich habe mal so etwas ausgerechnet, wenn man so ein Mühlrad jetzt betreiben täte, wie viel Energie das bringt. Und zwar könnte man mit dem ein Auto betreiben. Ein Kraftfahrzeug, wenn es permanent laufen täte. Oder 100 E-Bikes. Also auf 100 E-Bikes sitzen 100 Personen im Allgemeinen, gell? Es sei denn, es ist ein Tandem. In einem Auto sitzen 4 Leute, mal maximal 5. Es überlegt euch immer dieses Verhältnis. 100 zu 2 oder 3. Und so tun wir mit unserer Energie Presse. Einfach verschwende. Einfach. Und wenn dann diese Rohstoffe irgendwann einmal weg sind, wie Öl, Benzin, Dings, Bums und alles, bin ich mal gespannt, wie dann die Mobilität aussieht. Vielleicht wie bei Corona, nämlich auf einem Ruderverkehr, man macht nur das Nötigste, man kommuniziert per Dings, Video und hin und her. Und man fährt zum Vergnügen oder zur Arbeit mit so einem E-Bike. So stelle ich mir die Zukunft vor. Eine gute Zukunft, weil während Corona der Himmel war plötzlich blau, die Vögel haben plötzlich gezwitschert, die Natur, die hat sich vor allem zurückgemeldet und gesagt, schaut mal, mich gibt es noch und wie schön, dass es hier ist. Mhm. Ja, ein Vorgeschmack zu dem, was wir irgendwann einmal dann haben werden. Paradiesische Zustände mit weniger Verkehr. Mhm.